Es ist das rührendste Geschenk, das Frederik jemals bekommen hat. Eines, das er sich nie hätte kaufen können. Zeit mit seiner krebskranken Tochter Luan, gespendet von seinen Kollegen. Ich habe jetzt ein ganzes Jahr, in dem ich bei ihr bleiben, mich um sie kümmern kann und sehe sie nicht nur abends. Das macht mich sehr glücklich. Es ist gerade mal gut 2 Monate her. Frederik und seine Frau bekommen die Diagnose, die ihr Leben verändert. Ihre Tochter hat Leukämie. Wir haben geweint, es war sehr traurig. Es wurde immer schlimmer. Alles musste steril sein, sie konnte ihre Schulfreunde nicht sehen. Frederik ist als Fernfahrer viel unterwegs, oft weit weg von zu Hause. Dabei wünscht er sich gerade jetzt nur eines, bei seiner Tochter zu sein und auch seine Frau in dieser schweren Zeit zu unterstützen. Er bittet seinen Arbeitgeber um unbezahlten Urlaub. Samir Ben Salem erfährt vom Schicksal seines Kollegen und von einem ganz besonderen Gesetz in Frankreich. Was Frederik und seiner Tochter passiert ist, hat uns sehr getroffen. Als wir erfahren haben, dass es dieses Gesetz gibt, das es möglich macht, Urlaubstage zu spenden, da waren wir alle damit einverstanden, es zu tun. Samir und seine Kollegen machen einen Aushang, bitten darum, eigene Urlaubstage für Frederik zu spenden. Wie viele dabei zusammenkommen, überrascht auch sie. Es sind unglaubliche 262 Tage plus 20 weitere, die Frederiks Firma drauflegt. Und noch geht die Spendenaktion sogar weiter. Diese rührende Geschichte verfolgen auf Facebook inzwischen mehr als 16.000 Menschen. Meine Frau hat die Seite eingerichtet, weil uns so viele Menschen Nachrichten geschrieben haben, auf die man gar nicht immer antworten konnte. Wir haben jetzt diese Seite, da können Sie gucken, was passiert. Ab März muss Luan alle 2 Tage zur Chemotherapie. Frederik hofft, dass die Behandlung anschlägt, damit er ein paar Tage seiner geschenkten Zeit nutzen kann, um Luan ihren größten Wunsch zu erfüllen: eine Reise nach Paris.